Der Vizemeister unserer Bundesliga-Stars 2000-Ausspielung trifft auf den Vizemeister der echten Bundesliga-Saison 1999-2000. Wir sind im Berliner Olympiastadion, von einem ins nächste, liebe Fußballfreunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Spieltag in Bundesliga Stars 2001. Die Berliner Hertha trifft auf Bayer 04 Leverkusen. Es vermag eine wirklich spannende und qualitativ hochwertige Partie zu werden. Zudem hat diese Begegnung einiges zu bestätigen, wenn wir es mal so wollen, das 6:4 der Bayern, was wir letzte Woche gesehen haben gegen die Schalker. Das ist ein Appetit haben auf mehr und ich hoffe auch für euch, dass diese beiden Teams, die gleich aufeinandertreffen, ja, ein ähnliches Feuerwerk abbrennen werden. Einer ist nicht dabei auf Seiten Bayer 04 Leverkusens. Es ist Jens Nowotny. Der hat sich gegen den VfL Bochum eine rote Karte abgeholt. Somit verpasst er die erste Auswärtsfahrt dieser neuen Bundesliga-Saison hier im Bundesliga Stars 2001. Für ihn wird Robert Kovac spielen, neben Vranjes und Ballack. Die Leverkusener in einem 3-5-2. Die Dreierreihe haben wir gerade eben schon vorgestellt. Juric im Tor. Die Fünferreihe bestehend aus Bernd Schneider, Paulo Rink, Reb, Ponch und Zeroberto. Und vorne drin spielen Ulf Kirsten und Oliver Neuville. Die beiden Sturmspitzen sind die beiden Zielspieler für die Werkself auf Seiten der Berliner Hertha. Auf Seiten des Hauptstadtklubs steht Christian Fiedler im Tor. Da haben wir dann in der Dreierreihe Van Buurik, Marquez und Svensson. Das Fünfer-Mittelfeld bestehend aus Sebastian Deisler, Stefan Weinlich, Schmidt, Darius Wosch und Roy. Und vorne drin Alex Alves und Ali Dai. Das die gleiche Formation wie beim Team von Christoph Daum, Jürgen Gröber. Somit eine gespiegelte Aufstellung und somit auch dann eine interessante Paarung, die wir hier dann verfolgen dürfen. Ali Dai mit der ersten Chance für die Hertha, die hier in Weiß spielen, von links nach rechts. Und da oben drauf gibt es dann auch die erste Ecke von Sebastian Deisler, die verteidigt wird. Und jetzt die Leverkusener mit Ulf Kirsten. Van Buurik ist da und der lange Ball in Richtung des Iraners. Ali Dai, aber dieser Ball, ja, wenn nicht erreichbar, aber der Iraner stand im Abseits. Neville probiert's mal direkt. Der gebürtige Schweizer, deutscher Nationalspieler. Das ist keine großartige Herausforderung für Christian Fiedler, den Mann im Kasten von der Berliner Hertha. Kirsten. Auf ihn ist besondere Obacht geboten. Ulf Kirsten. Sowohl die Leverkusener als auch die Hertha in der vergangenen Saison in der Champions League unterwegs gewesen. Die Leverkusener werden wir ja in der neuen Saison, in der neuen UEFA Champions League Saison auch wieder sehen. Die Berliner Hertha hat sich nicht qualifizieren können, da die reale Saisonperformance eben nicht auf den Champions League Plätzen gewesen ist. Wir haben zudem noch als dritten Champions League Teilnehmer den HSV, den wir begutachten dürfen. Alex Alves testet Juric, gibt
Eine weitere Ecke für Bayer Leverkusen. Der Kopfball abgewehrt und der Nachschuss, der geht nur knapp am Tor vorbei. Reb. Gut abgegrätscht, Ulf Kirsten. Ulf Kirsten und der Ball ist drin. Ein Sonntagsschuss mit ordentlich Zunder. Da blicken wir nochmal auf die Wiederholung. Der ist gut geschossen von Ulf Kirsten. Und da ist er da. Die Führung für die Werkself. Die Führung für Bayer 04 Leverkusen. Diesen Platz, den darfst du Ulf Kirsten nicht geben. Egal aus welcher Entfernung. Und er erzielt das 1:0. Für die Mannen, die hier in den rot-schwarzen Trikots agieren. Die Mannschaft von Berti Vogt trainiert. Christoph Daum sollte ja Nationaltrainer werden. Aber da gab es ja dann diese Kokain-Affäre noch mit im Petto. Mal schauen, wie sich die Werkself unter Berti Vogt schlagen. Abseitsposition, erneute Abseitsposition von Ali Dai. Und es gibt einen erneuten Freistoß, den Ulf Kirsten ausführt, Oliver Neuville. Dann soll der Ball direkt drauf. Aber der geht nur knapp. Was heißt knapp? Der geht schon deutlich am Tor vorbei. Und dann ist es Vranjes, der blutjunge Jurica Vranjes. Er ist 20 Jahre jung, der Kroate. Der da zusammen mit Jens Nowotny und Michael Ballack das Dreiergebilde in der Abwehr stellt. Leverkusener mit mehr Ballbesitz nach einer halben Stunde. Die Leverkusener auch mit der Führung. Die Hertha, sie tut sich schwer. Freistoß gibt es jetzt. Foul von Vranjes an Ali Dai. Und dann gibt es eine verheißungsvolle Freistoß-Situation, die von Leverkusen vernünftig verteidigt worden ist vom Kind der Stadt, Robert Kovac. Alves mit der Balleroberung. Reb kommt dazu zur Unterstützung. Kovac, langer Ball auf Neville. Jörg Reb. Ballering, super gespielt. An den Pfosten gelenkt von Christian Fiedler. Riesenchance für Leverkusen hier auf 2:0 zu erhöhen. Gegen Kovac. Serviço mit der Balleroberung. Es wird kein Schnickschnack gemacht im Mittelfeld. Das ist dazu da, um es zu überbrücken. Kirsten, super Ball auf Neville. Gut durchgesteckt. Aber der Nationalspieler, der erzielt nicht das 2:0. Zu zentral auf den Torwart. Die Leverkusener, als ob nichts verloren ging. Denn deren Meisterschaftsentscheidung in der Saison 99-2000, die war ebenso dramatisch. Hatte man ja eigentlich alles in der Hand. Oh, ist das ein fantastisches Tor. Die Ecke gut hereingespielt. Vom Tor weg und dann ein fantastischer Fallrückzieher. Führung ausgebaut für Bayer 04 Leverkusen.
das Tor erzielt von Bernd Schneider. Und das trifft die Bezeichnung Star-Tor mal aufs Auge. Kirsten! Nächste Ecke für Bayer Leverkusen. C. Roberto hat den Ball schön vorgelegt. Christian Fiedler. Und damit diesem 0:2 Rückstand gehen wir in die Halbzeit. Aussicht der Berliner Hertha, die schon das Auftaktspiel nicht erfolgreich bestreiten konnten, verloren sie in Stuttgart mit 0:1. Nun liegen sie 0:2 zurück. Die Berliner, Ulf Kirsten und ein sensationelles Tor von Bernd Schneider sorgen hier für die Leverkusener Doppelführung. Und sie geht auch völlig in Ordnung. Die ist verdient, gar keine große Frage. Die Leverkusener trotz gleichbleibendem identischen Ballbesitz mehr Spielanteile, mehr Offensivdrang. Und mit Ulf Kirsten und Oliver Neuville ist das keine Überraschung auch, dass die Leverkusener hier im Berliner Olympiastadion auch mit 2:0 führen. Jürgen Röber bei der Aufstellung, ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall noch unglaublich gute Namen da. Marco Rehmer, Gabor Kirai im Tor, Andreas Thom, René Trekschok, Josip Simonic, Michael Preetz, sie hat ja alle auf der Bank gelassen. Und gegen eine gut funktionierende, top organisierte Leverkusener Mannschaft liegen sie hier mit 2 Toren zurück. Alex Alves, gut gemacht von Kovac. Bernd Schneider zu optimistisch in den Zweikampf gegangen. Deswegen gibt es Freistoß für die Hertha. Ausgeführt von Alidai. Kurz ausgeführt. Peinlich. Alves. Und nochmal der Brasilianer. Stefan Peinlich. Der ehemalige Leverkusener. Und Alex Alves. Der Brasilianer, der dann am australischen Schlussmann im Kasten der Leverkusener scheitert, an Frank Juric. Gegen Sverison verliert er den Ball. Dai, klasse gelöst von Jurica Vranjes, aber der Ball kommt zurück und Vranjes hebt das Abseits auf. Der Kroate trotzdem hellwach, um die Situation zu bereinigen. Hier die ersten gut 15 Minuten in Durchgang 2. Es ist ein physisches Spiel. Danke mit dem Ball auf Neuville. Schneider gegen Roy. Verlierte den Ball, den Zweikampf. Oliver Neuville in Richtung Fiedler geschlagen. Zweiter Ball. Vereitelt von Darius Wosch und das ist schnell überbrückt. Alidai gegen 2. Robert Kovac in Richtung des iranischen Stürmers. Und Ballack gegen Alves. Der Ball kommt zurück, aber das ist ein Einwurf für Bayer 04 Leverkusen. Ausgeführt von Ballack. Tief in der eigenen Hälfte. Alidai, Alex Alves, Alves! Der erste Ball abgeblockt, der zweite kommt auf das Tor. Kein Problem für Juric.
Justin, läuft er mit dem Ball ins Aus. Wird er doppelt gedeckt. Stefan Beinlich gegen Robson Ponte. Das wird gegen den ehemaligen Leverkusener gepfiffen. 20 Minuten sind es noch. Der nächste Versuch einer Direktabnahme von Oliver Neville. Von Buric. Nächstes Foul. Entscheidet der Unparteiische. Es gibt den nächsten Freistoß. Die Hertha jetzt mit mehr Ballbesitz. Die Leverkusener, sie ruhen sich auf diese Führung aus. Roberto. Flanke mutiert zum Torschuss. Schlussphase. Ist angebrochen. Hier im Berlin-Olympiastadion. Von der Hertha noch keine wirkliche Antwort auf diesen Rückstand hier im Durchgang 2. Die Leverkusener machen das höchst routiniert, höchst konzentriert. Eine wirklich intakte Mannschaft, die Berti Vogts hier übernimmt von Christoph Daum. Da hat man natürlich auch Blut geleckt, nachdem man so kurz davor war, in der vergangenen Saison deutscher Meister zu werden. Genau das Gleiche hatten wir in unserer Bundesliga-Stars 2000-Ausspielung auch mit dem Hertha BSC. Sie waren auch einige Zeit lang Tabellenführer, dann war es immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Bayern München. Und am vorletzten Spieltag hatten sich die Bayern dann zum deutschen Meister gekrönt. Gegen die Berliner Hertha. In echt ist das natürlich ein bisschen anders abgelaufen zwischen Leverkusen und Bayern. Die Leverkusener, die durften nicht verlieren gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Und ein Eigentor von Michael Ballack hat das Unheil ausgelöst. Da haben wir Ballack, der ein gutes Spiel macht, genauso wie die ganze Dreierkette der Leverkusener. Jetzt gibt es Freistoß für Hertha BSC. Und da möchte Ali Dai, dass der Ballack möglicherweise auch eine gelbe Karte sieht. Diagonalball auf Alex Alves, Robert Kovac. Das ist eine bessere Freischussposition. Vielleicht um ihn mal in den 16er zu schnibbeln oder es mal direkt zu probieren. Juric lässt da die rechte Ecke weit auf. Der kommt in den 16er. Alex Alves und der Anschlusstreffer. Da lümmeln die Leverkusener sich den Ball in den Kasten rein. Das Tor wird dem Brasilianer zugesprochen. Das ist eigentlich einfach zu verteidigen. Frank Juric. Der war völlig ungefährlich. Dieser Ball, den hätte der australische Keeper einfach nur in die Hand nehmen müssen. Stattdessen hilft er den Berlinern, hier nochmal ein Tor zu erzielen. Das erste Tor für sie in dieser Saison. Babic kommt für Kirsten. Um diese letzte Aktion noch irgendwie zu verhindern, zu vereiteln, was auch immer. Der Freistoß kommt kurz und der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Es ist bis auf diese eine Situation, gerade eben in der Nachspielzeit, ein perfektes Spiel gewesen. Von Bayern 04 Leverkusen, sie gewinnen. Auch das zweite Spiel, ein Traumstart nach Maß in diese Bundesliga-Saison für die Werkself.
mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die Berliner, sie müssen ein wenig was überdenken in ihrer Ausrichtung, in ihrer Spielausrichtung. Sie sind natürlich mit einem größeren, man blickt natürlich mit einem größeren Auge auf die Hertha nach den Performances in den vergangenen Jahren. Jürgen Gröber muss nochmal für das nächste Spiel auf jeden Fall ans Zeichenbrett und da nochmal Hand anlegen, gerade in der Offensive. Alex Alves hat zwar mit tatkräftiger Mithilfe das erste Saisontor für die Hertha geschossen, aber im Grunde genommen war es dann doch zu wenig. Ja gut, 13 Schüsse, 12 aufs Ziel, aber wirklich Gefährliches war gerade in der zweiten Hälfte nicht mehr dabei. Wir blicken auf die restlichen Begegnungen des zweiten Spieltags in dieser Fußball-Bundesliga und starten tun wir in Hamburg. Die Rothosen unterliegen dem SC Freiburg mit 0:1. Im Frankfurter Waldstadion gab es eine Nullnummer zwischen der SGE und dem ersten FCK. Der SV Werder Bremen besiegt den VfB Stuttgart mit 2:1. Der BVB holt seinen ersten Punkt in dieser Saison. In Rostock geht das Spiel 1:1 aus. Die Leverkusener haben wir gerade gesehen. Der Sieg im Berliner Olympiastadion mit 2:1. Der VfL Bochum besiegt den Aufsteiger aus Cottbus mit 3:1. Das zweite Aufsteigerduell am zweiten Spieltag geht für die ehemals Unabsteigbaren aus. Der FC Schalke 04 besiegt die Spielvereinigung Unterhaching mit 1:0. Der VfL Wolfsburg trennt sich 1:1 vom TSV 1860 München und der erste FC Köln unterliegt dem FC Bayern München mit 0:1. Wie wirkt das auf die Tabelle aus? Es ist gute Bewegung reingekommen. Der FC Bayern München bleibt am Platz an der Sonne dank der besseren Tordifferenz. Die Bremer und Bayer Leverkusen schleichen sich am SC Freiburg vorbei, die bisher noch ohne Gegentor geblieben sind. Sind immer noch die einzige Mannschaft nach dem zweiten Spieltag ohne Gegentor in der Bundesliga. Da ein Kompliment an Volker Finke und seine Defensive ausgestellt. Der VfL Bochum macht einen riesigen Sprung von Platz 17 auf Platz 8. Die Schalker führen die zweite Tabellenhälfte an. Standen sie noch in der vergangenen Woche mit der roten Laterne im Tabellendurchgang, haben sie diese jetzt abgegeben. Borussia Dortmund direkt dahinter und die drei Abstiegsplätze belegen momentan der HSV, die Berliner Hertha und die Spielvereinigung Unterhaching. Wir machen im nächsten Video Halt im Dortmunder Westfalenstadion. Vielleicht sind wir ja sowas wie der Glücksbringer für den BVB und in der Hoffnung, dass sie ihren ersten Saisonsieg einfahren. Es geht im Dortmunder Westfalenstadion gegen Eintracht Frankfurt. Mein Name ist Mr. Wahlstahl. Ich sag tschüss, see you around like a donut und bis zum nächsten Mal zur Bundesliga Stars 2001.